Jo Leute, herzlich willkommen bei Wissenswert. Ich bin Felix. Ich bin Simon. Und wir spielen heute Wie viele gibt es noch auf der Welt? Und genau das müsst ihr schätzen, nämlich zu 8 verschiedenen Dingen. Aber ihr müsst das nicht nur schätzen, sondern ihr müsst das auch noch besser schätzen als Simon. Denn wer näher dran ist, bekommt dann einen Punkt. Und am Ende geht es darum, wer von euch mehr Punkte hat. Das heißt, du musst deine Punkte zusammenzählen und uns am besten in die Comments schreiben, ob du gewonnen hast gegen Simon oder nicht. Dann fangen wir direkt an mit der ersten Schätzung. Wie viele Diktaturen bzw. Staaten mit diktatorischen Regimen gibt es noch auf der Welt? Wichtig ist die Betonung auf Staaten mit diktatorischen Regimen. Also richtig, richtige Diktatoren. Richtig, nicht so diktatorenartige. Doch, diktatorenartige, ja. Okay, die Zeit ist vorbei. Gucken wir mal, was Simon geschätzt hat. Simon hat gesagt, es gibt noch 12 Diktaturen oder diktatorenartige Staaten. Wir gucken mal, was die tatsächliche Anzahl ist. Und zwar ist es laut einem Bericht der Menschenrechtsorganisation Freedom House so, dass es heutzutage noch 47 Länder gibt, die als Diktaturen oder diktatorische Regime eingestuft werden. Warte mal, also jetzt so jemand, so irgendwas wie, sagen wir mal, Russland oder China. Das ich denke, die würden nicht zählen. Mit dabei sind zum Beispiel Staaten wie Nordkorea, Turkmenistan, Usbekistan, Saudi-Arabien, Eritrea. Solche Sachen, ja. Das heißt, wenn ihr jetzt hier in diesem grünen Bereich liegt, dann habt ihr den Punkt in dieser Runde geholt. Wenn ihr da nicht drin liegt, dann geht der Punkt an Simon. Und wir machen direkt weiter mit dem zweiten. Wie viele Ureinwohnerstämme gibt es noch auf der Welt? Als Ureinwohnerstämme gelten also all die, die quasi in einem Land gelebt haben, bevor es kolonialisiert wurde oder sowas. Also Indianerstämme. Genau, ja. Und auch die verschiedenen. Ja, auch die verschiedenen. Tribes. Genau, ja. Wie viele Tribes gibt es da? Okay. Zeit ist fast vorbei. Time is over. Also ich muss sagen, da habe ich das schon nach oben geschätzt. Ja, aber das war auf jeden Fall eine vernünftige Entscheidung, mehr nach oben zu schätzen. Simon hat 2200 Ureinwohnerstämme geschätzt und es sind sogar noch mehr, deutlich mehr. Es sind 5000. Und zwar ist das auf Schätzungen von Amnesty International zurückzuführen. Und in diesen Völkern leben zusammen insgesamt 370 Millionen Menschen. So viele Ureinwohner gibt es auf der ganzen Welt. Okay. Das macht 4% der ganzen Weltbevölkerung aus. Das ist schon echt enorm. Gut, kommen wir jetzt zur dritten Frage. Wie viele Menschen, die flüssig Latein sprechen, gibt es noch auf der Welt? Okay. Also ich habe jetzt gedacht, die Latein noch studiert haben oder Medizin studiert haben und dann noch irgendwie. Ja, interessanterweise können halt selbst solche Leute es nicht flüssig sprechen. Okay, so, ne? Ja, also er hat 90 Millionen geschätzt, was auf jeden Fall sehr viel ist. Und es gibt natürlich bestimmt mindestens 90 Millionen Menschen, die sehr bewandert sind in Latein, das will ich gar nicht abstreiten. Aber Leute, die es tatsächlich nur flüssig sprechen, gibt es laut einer Schätzung des Latinum-Podcasts nur ungefähr 3000 auf der ganzen Welt. Ja, knapp und, vorbei. Ja, und selbst von diesen 3000 sind nicht alle auf einem wirklich exzellenten Sprachniveau. Und das sind meistens dann irgendwelche Kardinäle oder sowas. Und kommen wir zum vierten. Wie viele D-Mark sind heutzutage noch im Umlauf? Also nicht nur Münzen, sondern auch Geld in Scheinen oder was auch immer.
Okay. Ist klar. Die Zeit ist jetzt vorbei. Und wir gucken mal, was Simon geschätzt hat. Er sagt, 2 Milliarden D-Mark sind heutzutage noch in irgendeiner Form im Umlauf. Und du bist auf jeden Fall schon mal in der Größenordnung bei so mehreren Milliarden richtig. Es sind insgesamt laut Daten der Bundesbank 12,67 Milliarden D-Mark heutzutage noch im Umlauf, was ja echt erheblich viel Geld ist. Ne? Und wir machen weiter mit dem fünften. Wie viele Eisbären gibt es noch auf der Welt? Zeit ist vorbei. Wir gucken mal auf Simons Tipp. Der ist echt vernünftig. Also auf jeden Fall schon mal ganz gut. 10.000 hat er gesagt. Und es sind tatsächlich ungefähr 22.500 Eisbären. Man weiß die ganz genaue Anzahl natürlich nicht. Aber um diese Größenordnung, in Größenordnung dreht es sich. Das heißt, wenn du einen Wert zwischen 10.000 und 35.000 geschätzt hast, dann hast du jetzt auf jeden Fall den Punkt in der Runde gemacht. Wenn du das nicht hattest, dann geht der Punkt an Simon. Und wir machen direkt weiter mit dem sechsten Wert. Wie viele Menschen, die im Jahr 1900 geboren wurden, gibt es noch auf der Welt? Alles klar. Simon hat gesagt, es gibt 5 Menschen noch heutzutage, die leben, die im Jahr 1900 geboren wurden. Und es ist tatsächlich so, dass es nur eine Frau aus diesem Jahrgang heutzutage noch gibt. Ja, ich wusste, es war ein Ultra-Wert. Ja. Ich dachte sogar eventuell gar keine. Ja, es ist halt tatsächlich nur noch eine Frau, und zwar die Japanerin Nabi Tajima. Okay. Und sie ist die einzige lebende Person ihres Jahrgangs. Und auch aus dem Jahrgang 1901 gibt es nur noch eine Frau auf der Welt. Und insofern, wenn du weniger als 5 geschätzt hast, dann hast du den Punkt. Wenn du mehr als 5 geschätzt hast, dann geht der Punkt an Simon in der Runde. Und wir machen weiter mit dem siebten. Wie viele Liter Rohöl gibt es noch auf der Welt? Boah, schwer. Simon hat 300 Millionen Liter gesagt. Das ist leider nicht ganz richtig. Es ist schon eine etwas andere Größenordnung. Und zwar sind es 413 Billionen. Das sind in Barrel umgerechnet ungefähr 2,6 Billionen. Das ist eine unglaublich große Zahl, kann man sich gar nicht vorstellen. Und wir kommen jetzt zur letzten Schätzung. Wie viele Airbus A380 gibt es auf der Welt? Okay. Keine Ahnung. Also das könnte von 40 bis 300 irgendwie alles sein. Ja, er hat 90 gesagt und es könnte nicht nur von 40 bis 300 alles sein, sondern sogar von 40 bis 337. Weil 337 Airbus A380 gibt es im Moment auf der Welt. Ganz schön viel, muss ich sagen. Ja, und das ist Stand Januar 2018. Das heißt, wenn du eine Schätzung hattest, die hier im grünen Bereich liegt, dann hast du den Punkt in dieser Runde geholt. Wenn deine Schätzung nicht in diesem Bereich fiel, dann ging der Punkt in dieser Runde an Simon. Und jetzt kannst du zusammenzählen, wie viele Punkte Simon insgesamt hatte, wie viele Punkte du insgesamt hattest und uns dann mal in die Comments schreiben, ob du gewonnen hast, ob Simon gewonnen hat oder ob es ein Unentschieden gab. Und wir sind sehr gespannt. Hoffen, es hat dir gefallen. Wenn ja, dann like auf jeden Fall dieses Video. Ganz wichtig. Genau. Und
Wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut. Ciao.